Gerade eben hattest du deinen Boxenstopp, hast den Wagen an den anderen Marc übergeben. Erzähl uns ein bisschen was zu deinem Turn. Ja, der erste Stint ist ja eigentlich fast so gelaufen, wie wir es vorher besprochen haben, bis darauf, dass der Uwe extrem stark ist heute auf seinem Reifenmaterial. Ich konnte dem Manta-Auto eigentlich auch ganz gut folgen, den Dirk immer im Nacken, wirklich sehr stark heute gewesen. Wir haben aber auch nach 3-4 Runden schon Probleme mit den Vorderrädern bekommen. Ich bin deswegen jetzt auch eine Runde früher reingekommen, weil ich keinen Grip mehr an der Vorderachse hatte. Also wirklich nur noch untersteuern und so ein Rubbeln im Reifen. Wir hatten heute Morgen ein Problem gehabt. Deswegen war es auch, sag ich mal, aus Sicherheit, eine Runde früher reinzukommen. Aber ich denke mal, wir haben jetzt ein bisschen was am Luftdruck und Setup geändert. Das müsste eigentlich jetzt hinhauen. Ich denke, der Rückstand müsste jetzt auf 15 Sekunden auf Arzen zusammengeschmolzen sein. Und der Marc muss halt jetzt den Jürgen jagen. Ihr habt euch schöne Kämpfe geliefert, auch du und der Dirk. Das sah auf der Strecke schon richtig interessant aus. Wie ist das so im Cockpit? Ja gut, ich sag mal, der Dirk ist halt wie sein Auto ein wilder Stier. Das merkt man halt sehr oft. Aber im Großen und Ganzen hat er jetzt keine unüberlegte Aktion probiert. Es ist natürlich sehr nervtötend für jemanden wie ihn, wenn er eigentlich das schnellere Auto hat auf der Nordschleife oder in den kurvigen Passagen und jedes Mal aber dann in den Beschleunigungsstücken und schnellen Kurven wieder abgehangen wird. Und auf der Döttinger Höhe kommt er gar nicht hinterher. Grand Prix-Kurs sind wir auch schneller. Und das ist natürlich dann schwierig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hatte ich mit ihm auch, als er noch vor Ort da gefahren ist, rundenlang. Deswegen, sorry. Jetzt was ganz anderes. Du fährst ja nicht nur Langstrecke. Was ist das Besondere aber an dieser Langstreckenmeisterschaft hier am Nürburgring? Ja gut, die Strecke ist auf jeden Fall extrem interessant halt. Ist natürlich sehr selektiv. Du hast viele Überholaktionen. Du musst dann aber trotzdem mit so einem Pulk von 4 schnellen Autos die ersten 2 Runden durch den Verkehr durch. Und das macht eben den Reiz hier aus. Du musst hier einfach noch ein bisschen kompletter sein, meiner Meinung nach, als auf der Rundstrecke oder wie in der FIA GT. Aber es ist schon immer ein heißer Ritt und es ist gut, wenn man weiß, dass man jemanden hinter sich hat, der das auch schon jahrelang hier oben macht. Wenn ich jetzt, sage ich mal, so einen Heißsporn hinter mir hätte, würde ich mir mehr Gedanken machen. Aber ich sag mal, wir wissen halt auch, dass wir uns hier ein bisschen zurückhalten müssen und ich habe das dem Dirk auch ab und zu mal ein bisschen signalisiert einfach halt und es hat auch gut funktioniert. Also es war absolut fair und so soll es sein. Und jetzt müssen wir den Verlauf des Rennens abwarten. Wie viele Rennen außer die Langstreckenmeisterschaftsläufe bist du dieses Jahr gefahren und wo? Also bis jetzt 14 und es werden 15 noch, also insgesamt 25 Rennen dieses Jahr. Sehr unterschiedlich, also Amerika Grand Am auf den GT3 Autos, dann Petit Le Mans bin ich gefahren, Road Atlanta, Sebring auf dem RSR, dann LMS Serie, also alles auch Langstreckenrennen und da bin ich auch noch 4 Rennen im Supercup mitgefahren, als Ersatz quasi. Und da war natürlich die reinen Sprinter Qualitäten gefragt und das hat aber auch Spaß gemacht, da kann man auch immer ein bisschen wieder was mitnehmen. Stichwort Amerika, die Pisten in Amerika von der Beschaffenheit sind ja doch schon vergleichbar mit der Nürburgring Nordschleife, eher buckelig, weniger flach, oder? Absolut, also das ist eigentlich auch der Grund, warum ich mich nach Amerika orientiere, einfach die Erfahrung der 4 Jahre hier von der Nordschleife kann man da mitnehmen, weil wenn du mit 250 auf eine Mauer zufährst ohne ABS, den Fehler machst du halt nur einmal und das ist so wie auf der Nordschleife. Hier machst du jeden Fehler auch nur einmal, weil meistens ist das Auto danach kaputt. Und das ist, sag ich mal, wenn du hier oben fahren kannst und hier schnell bist, dann schockt dich nichts mehr auf der Welt, weil das ist hier absolut das Ultimative. Dann noch eine letzte Frage. Du hast gesagt, ein Rennen steht dieses Jahr noch aus für dich. Ja, ich werde noch das Saisonfinale in der Le Mans Series fahren mit dem Marc Lieb zusammen und dem Xavier Pompidou auf dem Felbermeier Proton Auto, weil wir wollen da deren zweiten Platz in der Meisterschaft sichern, damit die den Le Mans Entry für nächstes Jahr kriegen. Darum geht's denen, ganz, ganz wichtig. Meisterschaft ist leider schon vergeben an Ferrari und jetzt wollen wir wenigstens die Vizemeisterschaft in Sao Paulo dann fix machen. Sehen wir dich auch bei einem 24-Stunden-Rennen in den Wüstenstaaten? Ich denke eher nicht. Also bis jetzt ist das nicht in Planung. Land Motorsport denkt drüber nach, aber das ist eher so ein Rennen, was sie dann mit einer anderen Besetzung machen halt, weil, ich sag mal, diese Rennen sind noch am Wachsen und da ist noch kein Platz, sage ich mal, für Leute, die eben kein Geld mitbringen. Das ist immer noch so mehr die Veranstaltung, wo halt die Leute dann, sage ich mal, Budget mitbringen, zum Fahren zu können. Und ich denke, das wird noch so ein paar Jahre brauchen, bis die dann, sage ich mal, auf dem sportlichen Stand sind, wie jetzt Daytona oder halt Spa oder natürlich hier am Nürburgring. Jetzt doch noch eine Frage, und zwar, wenn du heute aufs Zeitentableau geguckt hast, nach dem Training, ist es doch unglaublich, was hier momentan für ein
Feld, das so nah beieinander ist, am Start geht, oder? Ja, das Feld ist natürlich super, auch die Rundenzeiten hat man ja gesehen. Ich kann nicht ganz diese Argumentation folgen, dass die Rundenzeiten so stark nach unten gegangen sind. Ich meine, der Mantai Porsche, der ist schon vor 4 Jahren 820 gefahren und da hatte der noch einen Turbomotor und sonst irgendwas drin. Und das Rücken einfach mehr zusammen, es wird näher zusammengerückt, halt. Es kommen mehr professionelle Teams mit professionellen Fahrern und demzufolge holen die auch das Maximum aus den Autos raus. Ich meine, ohne jetzt der Alzenmannschaft irgendwo zu nahe treten zu wollen, wenn der Uwe dabei ist, ist das Ding vorne und wenn er eben nicht dabei ist, ist das Auto dann 5, 6 Plätze weiter hinten und so ist es mit allen Autos. Wenn wir unseren RSR verkaufen, den kauft man nicht und fährt 8,17 damit halt. Also es hat natürlich schon ganz stark auch mit der Fahrerfrage zu tun. Und wenn ich sowas lese, wie die Rundenzeiten auf 8,30 einfrieren, dann denke ich mir, da können wir mit dem Cup-Auto fahren, weil das fahren wir auch mit dem Cup-Auto, wenn da richtige Brummer drauf sind und ordentliches Fahrwerk drin ist. Und ich glaube nicht, dass es das ist, was die Fans hier oben wollen und was auch wenig Sinn macht, weil ob du jetzt 8,15, 8,17 fährst, die 8,12 war garantiert eine Ausnahme von dem Mantai-Auto. Man hat es gesehen, der Timo Bernhard ist auch einer der ganz schnellen und fährt das nicht mal so eben. Es war einfach eine super Runde. Sehe ich momentan eigentlich nicht den Handlungsbedarf, irgendwie die Autos hier einzubremsen, weil das macht, die Autos sind auf der Geraden nicht schneller, wir haben einfach nur mehr Grip. Das ist einfach so, das ist das, was in allen Serien sich nach und nach entwickelt, die Reifen werden halt immer besser. Wollen wir mal schauen, was die VLN und der DMSB in Zukunft dazu sagen und was da für Entscheidungen getroffen werden. Wir sehen dich nächstes Jahr auch wieder hier auf der Langstrecke. Ja, auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall immer, wenn ich Zeit habe, werde ich immer hier sein. Und 24-Stunden-Rennen sowieso. Okay, Dankeschön.